Hi Leute, ich bin Albert von WindowsArea.de und willkommen zu einem weiteren Video über das Windows 10 Mai 2020 Update, auch bekannt als Windows 10 Version 2004. Und wenn ihr euch vielleicht fragt, wieso wir noch ein weiteres Video zu diesem Update machen, dann ist hier die ehrlichste Antwort, die ihr von einem YouTuber je hören werdet. Es bringt Klicks, es ist so leicht zu bearbeiten, dass es sogar ein Zirkusaffe wie ich schafft und weil mein geschätzter Kollege der Armin im letzten Video so extrem viel Scheiße erzählt hat. Heute stelle ich euch die wichtigsten 7 Features des neuen Updates vor, welches ihr ab sofort für euren PC herunterladen könnt. Bevor ich euch zeige, wie das geht, verrate ich euch, was ihr darüber wissen müsst. Das Windows 10 Mai 2020 Update bringt endlich ein neues Feature mit, das wir von Windows 7 kennen, nämlich optionale Updates. Auf dieser Seite wird es möglich sein, Updates zur Installation auszuwählen, die nicht kritisch sind oder zu anderen Teilen des Systems gehören. Hier werden künftig auch Treiber-Updates aufscheinen. Damit wird Windows Update unter Windows 10 in Zukunft noch eine Spur mehr so funktionieren wie bei Windows 7, was meiner Ansicht nach ein Schritt in die richtige Richtung ist. Die Cloud-Wiederherstellung ist das zweite wirklich große Feature des Windows 10 Mai 2020 Updates. Und ich habe bereits bemerkt, dass der Name für echt viel Verwirrung sorgt. Denn die Cloud-Wiederherstellung ist nicht das, was die meisten Nutzer glauben könnten oder was sie darunter verstehen, wenn sie zum ersten Mal den Namen hören. Man könnte glauben, Datenkrake Microsoft speichert all eure Daten in der Cloud und stellt sie wieder her, wenn sie verloren gehen oder ihr eine Neuinstallation macht. Das gibt's zwar auch, das nennt sich dann aber OneDrive-Versionsverlauf. Die Cloud-Wiederherstellung hat so gesehen nichts mit der Cloud zu tun. Sie ist im Grunde dazu gedacht, wenn ihr euren Computer platt machen oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollt. Dazu geht ihr in die Einstellungen zu Update und Sicherheit, dann zur Wiederherstellung und hier wählt ihr dann diesen PC zurücksetzen. Wenn ihr jetzt auf Alles entfernen geht, gibt es nun mit dem Cloud-Download eine zweite Option. Bei der lokalen Neuinstallation erstellt Windows 10 mit den Systemdateien, die das System bereits hat, ein Installationsmedium und setzt es damit auf die Werkseinstellungen zurück. Mit dem Cloud-Download holt sich Windows 10 diese Dateien stattdessen direkt aus dem Netz, so als würdet ihr mit dem Media Creation Tool ein neues Installationsmedium herunterladen. Und ihr fragt euch vielleicht, warum sollte man das tun? Aber da gibt es einen wirklich guten Grund. Stellt euch vor, ihr wollt euren PC platt machen, weil es ein Problem gibt, weil er andauernd steckt oder ihr vermutet, dass irgendwas in der Software beschädigt ist. Wenn ihr jetzt eine Neuinstallation mit den unter Umständen beschädigten Systemdateien macht, dann kriegt ihr womöglich auch nach der kompletten Wiederherstellung dasselbe Problem. Der Cloud-Download holt euch frische Installationsmedien aus dem Netz, die eben nicht beschädigt sein können. Eine Funktion von Windows 10, die ich sehr genial finde, sind die virtuellen Desktops. Das Feature selbst ist jetzt nicht neu und ich habe es bereits in einem vorherigen Video für euch vorgestellt, also lasse ich das jetzt mal. Neu ist aber mit dem Windows 10 Mai 2020 Update, dass ihr jetzt einzelne virtuelle Desktops umbenennen könnt. Das macht die Sache noch eine Spur praktischer und übersichtlicher, wenn ihr mit mehreren Desktops arbeitet. Letztes Jahr hat Microsoft Cortana von der Suche getrennt, dieses Jahr wird Cortana ganz vom System getrennt. Die digitale Assistentin ist jetzt eine App und bietet ein gänzlich neues Benutzererlebnis. Cortana ist jetzt einerseits ein Fenster, welches nun am Desktop verschoben werden kann. Andererseits wurde das Design stark angepasst. Microsofts digitale Assistentin bekommt nun ein neues Design, das viel mehr einen interaktiven Charakter hat. Damit erinnert es deutlich mehr an den Google Assistant. Die wichtigste Änderung ist aber, dass Cortana damit über den Microsoft Store Updates beziehen kann. Der Task Manager in Windows 10 Mai 2020 Update bekommt direkt zwei Verbesserungen. Einerseits zeigt er nun im Leistungstab an, welche Art von Datenträger bei euch installiert ist. Windows 10 kann von jetzt an unterscheiden, ob es sich um eine SSD oder um eine mechanische Festplatte handelt. Das ist einerseits echt praktisch. Auf der anderen Seite kann der Task Manager jetzt auch die Temperatur eurer Grafikkarte anzeigen. Wenn ihr eine moderne GPU mit neuesten Treibern habt, dann zeigt euch der Task Manager nun die Temperatur übersichtlich an. Microsoft arbeitet ja bekanntlich daran, Windows 10 ein gutes Stück modularer zu machen. Wir haben bereits einige Videos dazu gemacht, die ich euch jetzt in der Beschreibung verlinkt habe. Einen großen Schritt in diese Richtung macht Microsoft auch mit dem Mai 2020 Update. Denn die bisher fest im System verbauten und vorinstallierten Programme Paint, WordPad und der Editor lassen sich nun entfernen. Microsoft hat die drei Programme jetzt zur Liste der optionalen Features hinzugefügt. Das heißt für euch, wenn ihr zu den Einstellungen zu Apps und dann optionale Features geht, könnt ihr hier Paint, WordPad und den Editor deinstallieren. Der Internet Explorer kann übrigens ebenfalls deinstalliert werden, eine Videoanleitung haben wir jetzt in der Infokarte sowie in der Beschreibung verlinkt. Und last but not least gibt es noch ein Sahnehäubchen des Windows 10 Mai 2020 Updates, die verbesserte Performance.
Ja, tatsächlich werden bestimmte Nutzer nach der Installation von Windows 10 Version 2004 eine bessere Performance bemerken. Das betrifft vor allem Benutzer eines Computers mit einer mechanischen Festplatte. Microsoft hat nämlich eine wichtige Änderung an der Windows-Suche vorgenommen. Wenn diese nämlich Dateien indexiert, damit diese später gefunden werden können, passieren eine Menge kleiner Schreibvorgänge. Was für heutige SSDs kein Problem ist, kann Computer mit langsamen Festplatten unglaublich ausbremsen. Das soll nun nicht mehr passieren, denn mit dem Windows 10 Mai 2020 Update hat Microsoft einen neuen Suchalgorithmus verbaut und dieser ist nun wesentlich effizienter. Und das bemerkt man tatsächlich. Und wie bekommt man nun dieses Update? Das Windows 10 Mai 2020 Update ist seit wenigen Tagen offiziell für alle Nutzer verfügbar. Ihr müsst allerdings manuell nach Updates suchen, um die Aktualisierung zu finden. Dazu geht ihr in die Windows 10 Einstellungen zu Update und Sicherheit und da sollte so eine Infoseite auf euch warten. Da lädt ihr das Update dann einfach runter und nach einem größeren Windows Update habt ihr dann die neuesten Features, welche ich vorhin noch für euch vorgestellt habe. So, das war's dann auch schon von mir und diesem Video. Wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10 sehen wollt, dann gebt uns doch einen Daumen rauf und abonniert gerne unseren Kanal. Tretet auch unserem Discord bei, wenn ihr Kaufberatung sucht oder technischen Support braucht. Ich danke jedenfalls fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.